ich bin Matthias Jenigen, ich arbeite seit über 20 Jahren in der Teigwaren Riesa und ja, wir haben das Problem, dass unsere Arbeitgeber uns nicht einen Inflationsausgleich richtig zahlen wollen. Und das verstehen wir nicht, weil irgendwie müssen wir alle leben. Wir arbeiten in Dreischichtbetrieb, also nicht einfach so lala. Wir stellen ein ordentliches Produkt her und da muss auch eine ordentliche Bezahlung möglich sein. Und ihr seid jetzt, kannst du vielleicht kurz über euren Streik erzählen? Also wie läuft der Streik gerade ab? Seit wann streikt ihr? Na, wie gesagt, es ist die fünfte Woche. Ja, und wir sind wirklich, also nicht hier irgendwelche Warnstreiks, wir streiken ununterbrochen seit fünf Wochen. Wir waren schon in Trochtelfingen bei der Mutterfirma streiken, wir waren schon in Leipzig streiken, wir waren in Dresden vor dem Gewerkschaftshaus streiken und heute sind wir halt hier. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mit 56 Jahren das zum ersten Mal mache, in Berlin streiken. Ja, hätte ich nicht gedacht, muss man wirklich so sagen. Ne? Und wie kann es weitergehen, wie kann man euch unterstützen? Ja, unterstützen tun uns ganz viele. Ich glaube, das geht bundesweit. Also von ganz Deutschland haben wir Geld bekommen, weil es ist ja nur wirklich so, wenn man so lange streikt und wenig verdient im Monat, muss man ja die Miete trotzdem zahlen. Und das ist grandios, was sie uns schon an Geldern überwiesen und gespendet haben eben. Ne? Also wirklich toll, kann man vielen Dank sagen an die, die alle da was gegeben haben. Ja. Und das heißt, ihr wünscht euch auch, dass Leute weiter für die Streik... Es ist nun mal so, dass man arbeiten geht wegen Geld. Es gibt keinen anderen Grund. Das andere kann alles schön sein. Wir gehen arbeiten wegen Geld. Und das ist auch der Hauptgrund, dass wir da überleben und dass die uns nicht, na eben wenn das immer länger geht, dass sie uns nicht tot kriegen, dass da uns unterstützt wird, dass wir, wie gesagt, um die Runden kommen noch. Ne? Ja. Vielen Dank.